So. Tja, warte mal. Was? Nimm doch den Glaskrug, den du da hast, für das Wasser. Das ist eine gute Idee. Das probieren wir mal aus. Aber die Frage ist jetzt, zum Keller dann oder eher zum Brunnen? Ich gehe mal zum Brunnen. Ich probiere es mal am Brunnen aus, ob das geht. So, warte. Nein. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Okay. Rätsel Willi. Ich grüße dich, Rätsel Willi. Und vielen lieben Dank für deinen Follower. Willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Schön, dass du da bist. Mein Gott, ihr seid verrückt. Vielen lieben Dank, 13 Zuschauer. Sir William Smith war markiert worden. Wahrscheinlich von Godzilla, der draußen im Wald am Pinkeln ist. Ach, sein. So, ich trinke mal einen Schluck. Warte mal. Währenddessen schütte ich mir noch mal eben was schnell ein, flott während des Ladebildschirms. So. Ja. So. Jetzt gehen wir mal in den Keller und versuchen mal das... Ich wollte gerade sagen, das Fass zu füllen. Das klingt so falsch, wenn ich das so sage. Nein, hier war es nicht. Wo müssen runter, ne? Hier war das, glaube ich, ne? Oder? Ja. Folgen. Vielen lieben Dank fürs Followern. Da läuft das Wasser. Da probieren wir es mal aus. Aber wofür... Geht da. Aufgenommen. Teilweise gefüllter Topf. Das sage ich auch immer, wenn ich bei mir zu Hause auf dem Topf sitze. Sag ich auch, der ist teilweise gefüllt. So, kann ich hier auch, warte mal, kann ich hier auch bohren? Wo ist denn der? Ah, Agrippas Explosivstoff. Ach stimmt, da war ja was. Meine Literdose gleich leer, der wird gleich die nächste aufgemacht. Auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gleich Besuch kriegen von Keller Klaus. Wieso läuft der gerade so komisch, unser Protagonist? Ach jetzt, okay. Der läuft irgendwie gerade so merkwürdig, weiß nicht warum. Jetzt können wir mit dem Explosivdingen... Sascha, wie sieht's bei dir mit Watch Dogs 2 und Ezio Collection aus? Watch Dogs 2 werde ich mir holen, aber Ezio Collection? Nein. Definitiv nicht, ist nicht meins. So, kann ich das nutzen hier? Steh nicht zu dicht dran an der Explosion. Ist ein toller Hinweis. Ach ja, Und sonst so? Wie immer, ne? Boah, es ist eine mega Explosion. Ich kann es ja gar nicht fassen. Ich bin gereizt, von einer Special Effect Show zu sprechen. Special Effect voll. Special Effect. Was kann ich denn hier? Führe was? Führe die Sprengung erst dann durch, wenn du dich weit genug weg vom Explosionsbereich entfernt hast. Hä? Oder muss ich was drauf werfen? Ich versuche mal was drauf zu werfen. Warte mal, kann ich das machen? Geht das? Ja, genau so. Hier die Kiste. Hat doch Gott sei Dank niemand gehört.
Aber wie kriegen wir die anderen Trümmer weg oben im Gästezimmer oder wo das war? Okay. So. Ah ja, ich werde mal hier eine Kerze anmachen. Kerze in das Auge. Apropos Kerze in das Auge, kann ich kann ich mal wärmstens empfehlen, den Film Hotel Paradiso. Ist voll Strange-Film. Nee, wie sagt man? Hier ist ein... Hallo? Trash-Film. Hotel Paradiso. Müsst ihr euch mal angucken. Also hab schon lange nicht mehr so gut gelacht. What are you doing to me? Get away from me? Mit wem hat die da geredet? So. Ich glaube, wir müssen ja noch was finden, ne? Für den... lecker. Geil. Boah, jetzt so eine schöne leckere Haxe oder so. Oh nein, jetzt kommt wieder das Essensthema auf. Es tut mir leid. Es ist immer dasselbe bei uns hier im Stream. Es ist immer entweder Essen, Frauen, ne, oder Spiele. Immer dasselbe hier. So. Wer weint denn da? Hör auf damit. Ich mag das nicht. Alter! Alter, wer war das? Wer war er denn? Kellerklaus! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin erleuchtet! Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich will hier gar nicht sein. Wo ist... Hä? Ich hab mich nicht erschrocken. Oh, was haben wir hier? Trinity-Dampfstab. Amplituden-Dampfstab. Der lief da. Ohne Scheiß. Aber hey, erstmal Zeit zum Lesen. Natürlich. Wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studienzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Gut zu wissen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt, glaube ich, immer wieder Besuch kriegen werden. Ich freue mich schon auf den Film Assassin's Creed am 27.12. Glaube ich dir. Wenn man ein Fan davon ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, meins wird es nicht sein. Hallo Flash and Fango und willkommen zu Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play. Prost. Ich wollte mir noch was einschütten, ne? Ich bin so schlau. Ich warte jetzt noch mal ein paar Sekündchen hier, bis der Kellerklaus verschwunden ist. Weil der wird ja, glaube ich, da wahrscheinlich noch ein bisschen rumtouren, ne? Oder? Hallo? Ich glaube, er hat uns gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Kann er auch Türen öffnen? Alter, hör auf damit! Uns definitiv gesehen. Ich habe einen Fan seit Assassin's Creed 2. Hab ich doch gesagt. Schon wieder 15 Zuschauer. Ihr seid wahnsinnig. Vielen Dank. Und willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live Let's Play von Amnesia. Das Ganze werde ich auf YouTube hochladen. Entweder ist er hinter der Tür oder er ist...
Okay, hier ist er schon mal nicht anscheinend. Ich lasse mal die Tür ein bisschen offen, falls wir mal wieder flüchten müssen. Wie gut, dass man merkt, dass ich nicht angespannt bin. Das war ja gestern schon so. Scheiße, wir müssen hier raus, ne? Ich glaube, wir haben die ganzen Stäbe jetzt, aber... Ich hoffe... Wo ist er? Das wird nicht gut gehen, glaube ich. Er läuft an uns vorbei, glaube ich. Kann das sein? Weil er ist jetzt links auf dem Ohr. Alter, er ist an uns vorbeigelaufen. Willst du mich verarschen? Ich muss weg hier. Ich muss weg. Wir haben alle drei Stäbe. Aber ich weiß nicht, wie wir in den Dings kommen. Oh, warte mal. Die Zünderbüchse nehme ich noch mit. Na, nein, nimm die. Na, Alter. Erstmal wieder klein im Kopf werden. So. Und dann wieder ausmachen, die Lampe. Was? Da ist ja noch einer! Bitte seh mich nicht! Bitte seh mich nicht, ich bin noch so jung. Bitte seh mich nicht. Ich bin doch noch so jung. Wo ist er denn? Jetzt haben wir nicht der Latsche die ganze Zeit da oben rum. Hallo? Zweimal Kellerklaus? Ich bin verwirrt. Den einen haben wir überlebt. Jetzt kommt schon wieder der nächste. Hallo? Ich klemme an der Treppe. Ich habe wahrscheinlich... Guck mal, wer da steht. Hast du gesehen? Ist immer noch versperrt. Und mir juckt... Mein Gott, mir juckt die Nase. Mich verlassen schon die Wörter. Ich will einfach nur hier raus. Hier ist ja irgendwo der Ausgang, ne? Oh Gott sei Dank, er ist runtergegangen. Das heißt, wir können hier eigentlich eiskalt rausrennen. Lauf! Lauf! Ja, 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 ja! Haben wir schon gelesen. Ich habe vor jedem Horror-Game Angst, egal ob normal oder VR. Was ist denn? Hä? Boah, ist der ekelhaft. Was ist denn? Und guck mal, hier liegt im... Na, hallo. Da hat sich's aber einer sehr gemütlich gemacht mit den weiblichen Beinen. Oh. Ich glaube, ich sollte hier mal schleunigst die Beine in die Hand nehmen und mal zusehen, dass ich den Fahrstuhl repariert bekomme. Hallo? Danke. Ist jetzt die Tür zum Maschinenraum eigentlich frei? Er ist abgeschlossen. Aber wie kriege ich ihn offen? Kann ich, warte mal, kann ich hier die Spitze benutzen? Die Tür lässt sich mit dem Gegenstand nicht öffnen. Aber wie? Ich denn in den... Das funktioniert ja nicht, ne? Genau, funktioniert nicht. Wie komme ich denn jetzt? Warte mal, wir haben die Stäbe, ne? Die sind auf jeden Fall definitiv wahrscheinlich für den Maschinenraum. Aber wo müssen wir jetzt hin? Uah.
Gästezimmer und in dem Studienzimmer waren wir ja schon. Da haben wir ja schon den Stab gefunden, ne? Ich geh trotzdem nochmal rein, mal gucken. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allem, was er beim Rewe gefunden hat. Keine Ahnung, warum ich mal auf Rewe komme. Ich werde dafür nicht bezahlt, ja? Ist kein Product Placement. Product Placement. Ich glaube, hier müssen wir nicht hin, oder? Bei der Löwenstatue war da, glaube ich, noch eine Zünderbüchse, oder? Ich kann mal eben gucken gehen. Rätsel Willi, hallo, erstmal nochmal oder auch nochmal. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der Einzige, der ihn... Achso, das hatten wir schon gelesen, ne? Bei dem Löwen, bei der Löwenstatue. Kann es sein, dass wir bei der Löwenstatue nicht auch was machen mussten? Ich habe das nicht mehr... Schon so lange her, wo ich es gespielt habe. Das ist keine Löwenstatue, Flex. Löwenstatue? Löwenstatue 1. Zünderbüchse. Nein. Und hier vielleicht? Sieht nicht so aus. Nein. Nope. Wie war denn das nochmal mit dem... Wie war denn das nochmal mit dem Maschinenraum? Wie kriegen wir den denn nochmal offen? Können wir hier was machen? Weil die Stäbe, die Elektrostäbe sind definitiv für den Maschinenraum, für den Fahrstuhl. Aber wo kamen wir denn jetzt weiter? Ich bin so ein bisschen überfragt gerade. Müssen wir... Das sieht so lustig aus da mit den Beinen.